Hallo, willkommen zurück zu Part 2, Let's Play World of Warcraft. Also, Part 17, Teil 2, so ist es richtig. Ich bin einmal nur gestorben, nachdem ich den Cut gemacht habe. Und deshalb bin ich jetzt wieder am Anfang. Da hinten sehe ich unsere Flagge, wie sie läuft jetzt zu uns. Vielleicht bekommen wir ihn. Weiß der nicht, dass er zu seiner Seite laufen muss, oder was? Die sind ziemlich viele Hordler. Wir können uns eigentlich nur den hier schnappen. Und danach können wir uns den Druide holen. Solarplexus will nicht treffen. Ach man, das ist doof. Ach, das war's. Und ich sehe hier gerade, unsere Schuhe wurden beschädigt im PvP. Das ist eigentlich selten und passiert eigentlich gar nicht. Also das ist Quatsch. Wieso? Vielleicht weil uns der NPC Pet von ihm angegriffen hat. Das könnte sein. Ah, der Krieger zerstört hier gerade meine Verbündeten. Das wollen wir mal unterbinden. Und wir töten ihn. Jo. Ihr sehen könnt, wir sind Platz 1. Auch wenn wir nur Level 11er killen. Bleib doch stehen, du Feigling. Du bist eh tot. Jetzt muss er eh stehen bleiben. Und tot. Onitsch. Ovnage. Es haben immer noch beide Flaggen, also es ist ziemlich untypisch für die Kriegshinnenschlucht. Normalerweise hätte schon irgendjemand schon längst eine Flagge gehabt. Aber... Oh, Ansturm. Ansturm. Drei Kombopunkte und Ausweichen. Hat er sich mal eben immun gemacht und holen uns eben den hier. Noch ein Kombopunkt drauf und ausweiten. Oh, das wär's. Ach, der Lappen. Den holen wir uns. Wieso läuft der da lang? Das ist totaler Quatsch. Sprinten ist auch nicht frei. Ich würde sagen, wir warten einfach mal. Hier kommt eine neue Hordewelle, die wir uns jetzt schnappen. Dafür müssen wir da hier lang gehen. Das Gute hier ist, man kann sich so ein bisschen in den Büschen verstecken. Und ich als Gnom habe einen Vorteil. Man muss mich erstmal anklicken, um mich anzugreifen. Ups, die Segel hat uns da ein bisschen beschränkt. Auf welchen gehen wir, auf den? Oh, das tut mir leid, Naliki. So sollte das nicht enden. Und tot. Oh nein. Ah, ein Nahkampfjäger, ist ja auch wirklich schlau. Also sehr untypisch für Jäger, dass sie hier auf den Nahkampf gehen. Kann ich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht verstehen. Wir sind immer noch Platz 2, Platz 1. Mit 20 Töten. 20 Todesstöße und 6 Tode. Und eine zurückgebrachte Flagge. Ihr seht, immer noch haben beide die Flagge. Ist gar nichts passiert bis jetzt. Recht langweiliges Match. Aber wir können uns unsere Gegner nicht aussuchen. Ihr hört das
Schreibe oder das Getippe vom Niklas, das ist halbwegs ein Let's Play Together, obwohl er auch gar nicht mitspielt. Falls es mich verwundert, wollte ich nochmal sagen. Jetzt haben wir hier drei Low-Level-Leute. Wir holen uns den Krieger, wie immer. Und hauen dann... Nein, dann holen wir uns den Schaman. Das hat noch Abklingzeit, deswegen können wir hier nicht viel tun. Der will uns hier einen Blitzschlag verpassen. Daraus gehört aber nichts. Jo. Der hat unsere Flagge. Mit etwas Glück könnten wir sie ihm abziehen. Jo, wir haben die Flagge zurückgeholt. Das ist perfekt. Also besser kann es hier gar nicht laufen gerade. Wir haben 1:0 führen wir durch meinen Verdienst. Das ist doch schön. Theoretisch könnten wir uns jetzt wieder eine Flagge holen. Da beide keine Flagge haben. Ja, gehen wir mit dem Paladin hier mit. Ach, wir haben die Flagge schon wieder. Das ist doch gut. Da er hier rauskommen muss mit der Flagge, werden hier auch Hortler lang gehen. Logisch, ne? Sind da welche? Habe ich jetzt nicht sehen können. Der Jäger nimmt mein ganzes Team auseinander. Der muss ich irgendwie zurechtstoßen. Och, wie ich ihn hasse. Jetzt wird er noch hochgeheilt. Egal, der hat auch nur eine begrenzte Reichweite. Und mit dem Debuff mal des Jägers können wir uns auch nicht verstecken. Oh Mann, der nimmt uns jetzt auch. Egal, sein Tier holen wir uns noch. Oder auch nicht. Hätte ja klappen können. Soweit läuft das ganz gut. Wir führen. Wir haben noch 4 Minuten Spielzeit. Allerdings hat die Horde unsere Flagge. Und wir müssen uns jetzt was einfallen lassen. Sonst wird es hier ein Unentschieden und das ist doof. Okay, jetzt können sie sie aber nicht mehr abgeben, weil beide eine haben. Nur Glück gehabt. Ja, neue E-Mail-Adresse. Ja, GZ. Danke. Hier ist ein Paladin. Oh, ich hasse Palabubble. Jetzt aber ist er tot. Ja, wo ist denn hier der Gegner? Ach, da ist die Schurke. 3, 2, 1 und go. Nein, nein, den hole ich mir jetzt. So, jetzt holen wir uns den hier. Oder nein, den Level 11er. Ah, Mist, beide haben einmal die Flagge geholt. Das ist schlecht. Auf welchen geht man denn in so ein... Oh, wir gehen auf gar keinen, wir hauen ab. Jetzt gehen wir auf den Druiden. Und allein auf den Jäger. Jo. Schnell, Verstohlenheit. Mit etwas Geschick. Ah, verdammt. Da hat sich der Schurke revanchiert. Das wäre auch zu schön gewesen.
2 Minuten Spielzeit. Es ist im Moment noch unentschieden. Ich weiß nicht, wie das dann geregelt wird. Oh oh, da hat jemand unsere Fahne. Das ist schlecht. Dann gehen wir doch mal in Verstohlenheit und warten hier einfach. Und schauen uns um. Der wird entweder aus der Mitte rauskommen müssen, rechts oder links. Aber meistens von der Mitte, weil das ist das Logischste. Sie sind uns da ganz klar weggerannt. Und wir verlieren das Ding. Oh nein, ich hasse den Jäger. Den Schurken hier sehe ich. Hat uns gerade gekopfnusst und erdrosselt. Wird ihn aber nichts bringen. Das ist zu weit entfernt. Ich bin aus der Reichweite. Da ist der Druide. Das ist zu weit entfernt. Und wenn sie jetzt die Flagge abgeben, haben sie tatsächlich mehr verloren. Obwohl es so gut gelaufen ist. Okay, das ist schade. Todesengel. Falls der jetzt stirbt, haben wir immer noch ein Achievement. Ich hoffe, dass er stirbt. Kann ich noch nicht tun. Vielleicht, nee, der hier lieber. Ah, zu spät. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Oh, wir sind Platz 2 nur. Und bis die Tage.